freue. Und zwar für die von euch, die immer hier sind, Regulars sind, erinnern sich vielleicht, dass ich Ende letzten Jahres erzählen durfte von einem Projekt, was wir mit der Stiftung Neue Verantwortung gemacht haben, wo wir verschiedene netzpolitische Themen angefangen haben, aus einer globalen Perspektive zu betrachten. Das heißt, ich arbeite viel im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und man kommt immer wieder auf verschiedene Organisationen, Institutionen, die zwar viel im Bereich IT-Aufbau machen, aber sich eigentlich nicht mit den politischen Themen auseinandersetzen, die damit zusammenhängen. Und deswegen haben wir ein Projekt gestartet, wo wir eine Gruppe von verschiedenen Leuten, die alle in verschiedenen internationalen Organisationen oder entwicklungspolitischen Organisationen arbeiten, zusammengestellt haben, mit denen wir zusammenarbeiten durften und die jetzt ein Jahr lang Research gemacht haben. Darunter auch die zwei fantastischen Damen, die gleich sprechen werden. Und haben uns eben verschiedene Aspekte angeguckt, unter anderem auch das Thema Netzneutralität und was das eben aus einer globalen Perspektive heißt. Und die Ergebnisse dieser Arbeit werden euch jetzt gleich vorstellen, Lea Gimpel und Kathleen Berger, die beide Associates in diesem Programm gewesen sind und sich mit der Frage Zero Rating und dem Recht des Zugangs auf freien Internet auseinandergesetzt haben. Bitte einen großen Applaus für Lea und Kathleen. Dankeschön. Wenn du mir noch. Okay. Während wir den Screen noch irgendwie aussortieren, fange ich schon mal an. Also bitte noch nicht so weit gehen. nur kurz zur Vorstellung. Geraldine hat ja schon ein bisschen was zu unserem Projekt gesagt, zu unserem Hintergrund, wie wir zu dem Projekt gekommen sind. Also Lea arbeitet für die Gesellschaft Internationale Zusammenarbeit. Die geht hier in Berlin auch zu IKT-Themen. Insofern Hintergrund in der Entwicklungshilfeorganisation. Ich selber bin im Auswärtigen Amt tätig und arbeite dort als Referentin für Cyber-Außenpolitik. Sprich, wir kommen aus einem eher regierungsnahen Kontext. Insofern ist dieses Projekt für uns, wenn wir in der Stiftung Neue Verantwortung arbeiten, vor allem auch der Gedanke, dass wir Politikempfehlungen entwickeln wollten, die wir auch in unserer eigenen Arbeit nutzen können, die wir in unsere Institutionen tragen können und wo wir quasi gucken können, dass wir als Multiplikatoren fungieren und einfach auch irgendwo mal eine Politik machen, die etwas weiter denkt als das, was ad hoc vielleicht hin und wieder in den Medien durchgespielt wird. Okay, warum Netzneutralität? Ich rede einfach weiter zu dem Hintergrund, auch wenn wir dann relativ schnell durch die Folien rennen werden. Für uns der Gedanke, wenn wir an Politikberatung denken und gerade an den globalen Kontext, dann haben wir relativ häufig einfach diese Brille. Können wir die erste Folie noch machen? Okay, wir arbeiten mit der Folie, passt. Lest euch die Definition schon mal durch. Also warum die Frage, ob Netzneutralität oder Zero Rating die Demokratie unterwandert? Weil natürlich unser Interesse, wenn wir Politikempfehlungen erarbeiten, ist, dass wir das demokratische System irgendwo stärken wollen. Wir kommen bei den Nerds, Technik ist schwer. dass wir das demokratische System stärken wollen, dass wir eine Politik machen wollen, die in irgendeiner Form gut informiert ist. Das ist der nächste netzpolitische Abend. Merkt euch schon mal vor, 6. Oktober, gut zu wissen. Ja, ja, okay. Ich übergebe einfach das Wort an Lea, damit sie die Definition, die ihr alle schon seht, jetzt auch endlich mal vorstellen kann. Genau. Funktioniert das Mikro? Einschalten. Okay. Jetzt? Ja, jetzt. Ja, Netzneutralität. Wir waren uns nicht so sicher, ob wir hier noch mit Definitionen ankommen müssen oder nicht. Wir haben uns dafür entschieden, es doch zu machen. Was versteht man unter Netzneutralität? Also wovon gehen wir aus? Wir gehen davon aus, dass man unter Netzneutralität einen diskriminierungsfreien Zugang zum Internet versteht und die Gleichbehandlung aller Inhalte, Dienste und Anwendungen. Das heißt, dass kein Dienst bevorzugt transportiert wird oder dass Daten schneller übertragen werden als andere. Es gibt zum Thema Netzneutralität ein paar schöne Initiativen, die sich weltweit dafür einsetzen. Wir haben euch einfach mal drei URLs aufgelistet, die lohnt sich sehr stark anzuschauen, wenn man darüber mehr wissen möchte.
Nächste Folie. Dankeschön. Und was verstehen wir eigentlich unter Zero Rating, bevor wir in die globale Perspektive starten? Unter Zero Rating verstehen wir die kostenlose Zurverfügungstellung von Inhalten und Anwendungen eines Unternehmens zum Beispiel. Also das können Sachen sein wie Internet.org von Mark Zuckerberg, das kann aber auch im Prinzip die Spotify Flatrate von der Telekom sein. Worum es uns hier natürlich geht, sind Anwendungen wie Internet.org, die eine große Reichweite haben und wo große internationale Konzerne dahinter stehen. Über die Spotify Flatrate kann man sich bestimmt auch trefflich streiten, das wollen wir aber in dem Rahmen nicht tun. Das heißt, was bedeutet Zero Rating, wenn man so eine Anwendung nutzt? Das heißt, man kann nur Inhalte in dieser Plattform sehen. Wenn man Inhalte außerhalb der Plattform sehen will, hat man sozusagen eine Bezahlschranke, dann fallen Daten an, die man bezahlen muss. Das heißt, es ist einfach eine Kostenschranke, die gerade für Menschen in Entwicklungsländern oder Menschen, die nicht so viel Geld haben, ein Problem darstellen. Zero Rating bedeutet auch, dass solche Unternehmen wie Internet.org oder Facebook in dem Fall mit Geräte- und Betriebssystemherstellern kooperieren. Das heißt, es gibt Geräte, die im globalen Süden vertrieben werden, die schon den Facebook-Knopf drauf haben. Und das ist natürlich äußerst fraglich. Und auf der anderen Seite ist man natürlich dazu gezwungen, den AGBs zuzustimmen, und dadurch entstehen zum Beispiel Biases. Das heißt, wenn man in Facebook unterwegs ist, dann wissen wir alle, haben die eine bestimmte Idee von Sexualitätsdarstellung, von Gewaltdarstellung, und man ordnet sich damit quasi unter, wenn man diese Dienste nutzt. Das heißt, die Frage für uns war, wenn wir jetzt uns Netzneutralität angucken, wie sieht das eigentlich weltweit aus? Das ist eine dieser Karten von den Websites, die wir empfohlen haben. Die Daten, die dort stehen, der grüne Bereich, insbesondere Südamerika, Nordamerika, das sind die bereits Netzneutralität festgelegt haben, in irgendeiner Form rechtlich. In Brasilien wird das Ganze noch diskutiert. Das ist die Umsetzung des sogenannten Marco Civil der Internet, wo die Regelung angedacht ist, aber noch nicht in das Recht tatsächlich überführt wurde. Der gelbe Bereich, das ist der, wo es keinerlei, also vor allem China, Russland, wo es keinerlei Schutz der Netzneutralität derzeit gibt. Zu Afrika kommen wir nochmal speziell. Der schwarze Bereich heißt, wir haben einfach keine Daten, es gibt keine Forschung bisher dazu. Für uns besonders spannend natürlich, die wir aus unserer Perspektive und mit unserem Hintergrund kommen, Europa. Rot heißt, hier stehen die Fragen der Netzneutralität gerade zur Diskussion. Und gerade in der europäischen Perspektive, in der EU wird derzeit ein Gesetzespaket diskutiert, das sogenannte TSM-Paket, Telecommunication Single Market, wo unter anderem auch das Prinzip der Netzneutralität drin vorkommt. In dem ursprünglichen Entwurf wäre es festgeschrieben gewesen. In dem Entwurf, der aktuell verhandelt wird, ist das Ganze nicht mehr ganz so klar. Unter anderem auch ein neuer Einschub. Man kann sich jetzt darüber streiten, wer diesen Passus da reingeschrieben hat und wer jetzt die einflussreichen Akteure waren. Nach aktuellem Stand ist es durchaus auch möglich, dass Zero-Rating-Produkte auch innerhalb Europas zugelassen werden. Interessant oder schwierig, gerade in den Verhandlungen derzeit auch, dass es bereits EU-Staaten gibt, unter anderem zum Beispiel die Niederlande, bei denen Netzneutralität rechtlich festgeschrieben ist, die ihre Gesetze wieder zurückbauen müssten, um dann im Einklang mit der dann verabschiedeten EU-Verordnung zu sein noch. Und warum für uns, also für die meisten, die hier sind und für die meisten, die aus europäischem Kontext kommen, ist ganz klar, Netzneutralität ist eine super Sache, das wollen wir unterstützen, und das ist für uns relativ eindeutig, dass wir das gerne auch gesetzlich festgelegt haben wollen. Aus ganz klassischen Gründen, dass wir wollen, dass kulturelle und wirtschaftliche Innovationskraft erhalten bleibt, also dass kleinere Anbieter genauso viel Erfolg haben können wie Facebook, dass Netzpolitik zu Landesverrätern werden kann, weil sie genauso viel Bandbreite letzten Endes nutzen können wie andere, dass lokale Inhalte und lokale Kultur gefördert werden, also all die Punkte, die wir hier auflisten, dass wir uns über Grenzen hinweg austauschen, dass keine Diskriminierung von Inhalten stattfindet, das ist für uns im Pluralitätsgedanken essentiell und auch im Sinne von, wenn wir die Digitalwirtschaft aufbauen wollen, eine Grundvoraussetzung als Prinzip. Chile haben wir als Beispiel jetzt rausgesucht, weil Chile das erste Land überhaupt war, das Netzneutralität gesetzlich festgelegt hat, und zwar 2010. Jetzt in 2015 sieht es so aus, dass man in der ersten Überprüfungsstufe ist. Also man hat das 2010 gesetzlich festgelegt und weiß allerdings nicht, was letzten Endes die Wirkung war, ob es irgendwelche Konsequenzen hatte, wie es damit weitergeht.
was bereits passiert ist seitdem, weil es viele Diskussionen gab und Zero Rating waren Produkte, die 2010 noch nicht solche Bedeutung hatten, wie sie sie heute hatten. Im Juni 2014 ist das letzten Endes auch verboten worden in Chile. Also Chile ist tatsächlich das Land, was am weitesten durchgreift. Nichtsdestotrotz gibt es auch dort bestimmte Ausnahmen. Also beispielsweise, man kann mehr Geld bezahlen für Netflix und kann dann störungsfreien Zugang etc. nutzen. Also auch diese Ausnahmen gibt es. Für mehr Geld kann es mitunter bestimmte andere Zugänge geben. Aber grundsätzlich Chile das erste Land und auch tatsächlich im Bereich Südamerika, wir hatten ja am Anfang in der Karte gesehen, dass dort sehr viele bereits rechtliche Regelungen haben. Die orientieren sich in der Regel alle an den Gesetzesgrundlagen in Chile. Ja, in Indien gibt es momentan noch keine Gesetzesgrundlage zur Sicherung der Netzneutralität. Was allerdings dort passiert ist, ist, dass im Februar Internet.org gelauncht wurde von Facebook und dass es daraufhin ziemlich viele Proteste gab von den Indern gegen Zero-Rating-Produkte wie zum Beispiel Internet.org, weil dort geht es ganz eindeutig darum, einen großen Markt zu erschließen von einem großen Unternehmen, das auch die wirtschaftliche Kraft hat, das zu tun und das bestimmte Angebote damit ausschließt. Das heißt, es haben sich bisher über 1 Million Inder für den Erhalt der Netzneutralität und gegen Zero-Rating-Produkte ausgesprochen. Und infolgedessen sind in Indien auch Partner von Internet.org dort wieder ausgestiegen, weil klar war, das ist eine Anwendung, das ist eine Sache, die wird dort nicht gewollt von den Menschen, weil man auch versteht, was damit einhergeht, also welche Konsequenzen sich daraus ziehen. Im August 2015, so ist der letzte Stand, den wir haben, hat sich die Internet and Mobile Association von Indien gegen Zero-Rating-Produkte ausgesprochen. Das hat noch keine bindende rechtliche Wirkung, denn da stehen noch ein paar Meinungen aus, zum Beispiel von der Telekom, von der Regulierungsautorität in Indien. Und dort muss dann ganz am Ende das Department of Telecom entscheiden. Die Chancen stehen aber ziemlich gut, dass dort Netzneutralität auch rechtlich gesichert wird, einfach dadurch, dass es so viele zivilgesellschaftliche Aktion und Engagement für Netzneutralität gab und gegen Zero Rating. Was wir daraus jetzt sehen, Südamerika Beispiel, Netzneutralität festgelegt, in Indien, großes asiatisches Land, Aufstand gegen diese Produkte, also im Sinne eigentlich von dem, was wir in Europa vertreten, steht für die Demokratie, Zero Rating ist nicht gut. Wenn wir jetzt allerdings nach Afrika gucken, wo wir zum einen nicht viel Informationen haben, wir haben aber Informationen, wenn wir nach Südafrika gucken. Da haben wir Interviews geführt im Rahmen unseres Projekts, unter anderem mit einem Projekt, das sich von unser Digital Trust, Literacy Trust nennt. Das ist ein Startup, wo es darum geht, Bildungschancen zu erhöhen und soziale Dienste zur Verfügung zu stellen. Also unter anderem, die haben angefangen mit einem Truck, der durch die Gegend gefahren ist und Bücher verteilt hat, um die Leute dazu zu bringen, mehr zu reden und vor allem auch die Raten zu erhöhen von Leuten, die tatsächlich in der Lage sind zu lesen und ihre Erfahrungen und ihre Interessen darüber tauschen können. Mittlerweile nutzt man dafür selbstverständlich auch Apps. Je mehr Leute man erreichen will, muss man natürlich gerade im Kontext Afrika, wo die wirtschaftliche Kraft einfach nicht so stark ist, gucken, wie kriegt man seine Dienste an den Mann. In diesem Interview, was für uns sehr spannend war, also alle, die wir an diesem Interview teilgenommen haben, wir saßen zeitweise da und dachten, ja, okay, stimmt. Also Angebot von sozialen Diensten und Bildungschancen. Natürlich ist das super, wenn Facebook auf diese Unternehmen zugeht und sie sind unter anderem auch auf FUNSA zugegangen und FUNSA ist Teil von Internet.org und das war auf Initiative von Mark Zuckerberg, der ja allen immer sagt, wir wollen auch Internet als Menschenrecht fördern und aus deren Perspektive ist das vollkommen logisch. Und für sie war auch völlig klar, die wir dort interviewt haben, dass Zero Rating für sie nicht gegen das Prinzip der Netzneutralität verstößt. Das sind für sie komplett zwei unterschiedliche Dinge, weil das eine ist, dass man den Menschen helfen will, dass man ihnen bestimmte soziale Dienste zur Verfügung stellt, dass man ihnen dabei hilft, sich zu bilden. Und das andere ist, welche Daten werden in irgendeiner Form diskriminiert. Was die jetzt in ihrem Unternehmen, in ihrem Startup gemacht haben, waren zum einen, dass sie Teil in einigen Bereichen auf internet.org gezero-rated sind. Sie haben aber auch Partnerschaften mit lokalen Regierungen und anderen Organisationen geschlossen, wo freie WLAN-Hotspots zur Verfügung gestellt werden. Das Problem für uns bei diesen WLAN-Hotspots, man muss sich registrieren und zwar namentlich und mit dem Telefon. Das heißt, da haben wir dann wieder aus europäischer Perspektive bestimmte datenschutzrechtliche Bedenken. Nichtsdestotrotz ist es was, worüber man nachdenken sollte, inwieweit man radikal bestimmte Dienste ausschließt, weil einfach die Situation, gerade in Bereichen, wo wir noch nicht so viel wissen, eine andere ist. Nichtsdestotrotz gibt es Probleme. Genau, denn wenn man sich nochmal den afrikanischen Kontinent anschaut, gibt es da einfach neben Südafrika nicht wirklich viel. Also wir wissen einfach nicht genau, was es dort momentan für Regulierungsbemühungen gibt. Und solange dort nichts da ist, was irgendwie reguliert, sei es, dass Netzneutralität geschützt wird, sei es, dass sie nicht geschützt wird, bedeutet das für uns, auch in unserer Arbeit, dass wir dort ein
erhöhten Beratungsbedarf sehen und wir natürlich als deutsche Organisation da auch Positionen entwickeln müssen. Denn die Gefahr, die damit mit so einer Nichtregulierung einhergeht, ist natürlich, dass dort einfach irgendwas passieren kann. Also dass jeder dort hingeht und Sachen anbieten kann, die im Zweifelsfall gar nicht gut sind für die wirtschaftliche Entwicklung, die nicht gut sind für die Zivilgesellschaft etc. Und das Ganze wird noch ein Stück problematischer, wenn man sich anschaut, dass Unternehmen wie Facebook oder auch Google mittlerweile nicht nur zum Inhalteanbieter werden, sondern auch zum Infrastrukturanbieter, indem sie nämlich mit dem Project Loon Ballons in die Luft schießen, um Internet in ländlichen Gebieten anzubieten. Ich weiß nicht, ob sie schießen, aber steigen ganz langsam bestimmt. Und Facebook hat die Drohnen und verfolgt damit genau dasselbe Ziel. Man will damit Internet in die abgelegensten Winkel der Welt bringen. Das ist natürlich eine noble Sache und die investieren da auch eine Menge Geld rein in solche Initiativen. Allerdings stellt sich natürlich die Frage, welche Macht hat dann ein Unternehmen, was sowohl Content anbietet zum Nullpreis, als auch die Infrastruktur. Denn ein Land wie Botswana zum Beispiel, das gar nicht die auf Regierungsebene die Regulierungsmacht hat, da kann Facebook ja einfach dann den Stecker ziehen und sagen, okay, dann lasse ich meine Drohne halt woanders hinfliegen. Und dann ist das Internet weg und das ist, glaube ich, ganz schön problematisch für die Digitalwirtschaft, aber auch für andere zivilgesellschaftliche Organisationen und für die Menschen ganz generell. Das heißt, ja, was kann man da eigentlich tun? Wir als Regierungsvertreterinnen sozusagen haben uns ein paar Gedanken in unserem Projekt gemacht, was man eigentlich tun kann, um die guten Wirkungen von Produkten wie Fundsaat zum Beispiel zu erhalten, indem man zum Beispiel soziale Dienste zugänglich macht für Menschen, die wenig Einkommen haben, aber gleichzeitig Netzneutralität schützt. Und die würden wir euch jetzt gern einmal vorstellen und dann mit euch diskutieren. Genau, auch dazu jeder, der andere Ideen hat, wir nehmen die gerne auf. Ihr seid quasi unsere Testobjekte, Versuchskaninchen, ob die Gedanken, die wir uns da gemacht haben, einigermaßen sinnvoll sind. Insofern. Für uns ganz essentiell, deswegen steht das an erster Stelle, weil wir das in unserer Arbeit jeden Tag wahrnehmen, politischer Wille. Die Frage ist, wie generiert man den? Ich kann aus dem Auswärtigen Amt sagen, es ist verdammt schwer. Aber jeder Input, der von außen kommt, alles, was an Studien ist, Argumente zählen durchaus. So ist es nicht. Es ist einfach eine Frage, wie sichtbar macht man das? Wie groß sind die Stimmen? Also, dass es Aktionen wie in Indien gibt, dass sich 1 Million Menschen gegen Zero Rating aussprechen. Natürlich hat sowas eine Signalwirkung und natürlich kann man mit sowas arbeiten. Nichtsdestotrotz muss das überall, auch in den Partnerländern, mit politischem Willen versehen werden. Also wenn das Partnerland nicht mit einem arbeiten will, bringt uns das alles gar nichts. Genau, dann als zweite Maßnahme können wir uns zum Beispiel gut vorstellen, dass man den Aufbau von Infrastrukturen stärkt. Das heißt, das haben wir früher auch gemacht, wir haben auch Straßen gebaut und Wassersysteme gelegt. Warum nicht Glasfaser oder Drohnen oder Ballons selber in Regierungshand übergeben, das fördern und dort dafür sorgen, dass kein großes Unternehmen Zugriff auf die Infrastruktur hat, sondern dass sie tatsächlich dem Staat gehört und damit den Bürgern eines Landes. Aus globaler Perspektive und natürlich auch aus Regierungsperspektive essentiell, was man immer machen kann, ist, es gibt jede Menge Konsultationen. Wir treffen regelmäßig all diese Partnerländer. Natürlich kann man genau mit solchen Regierungen, die sich grundsätzlich dieser Idee der Netzneutralität offen gegenüber zeigen, aber einfach nicht wissen, was sie machen sollen, weil ihnen entweder die Strukturen oder die Mittel fehlen, dass man diese stärkt, mit ihnen in Kontakt tritt und ihnen einfach Beratung an die Seite stellt, wie sie bestimmte Dinge gesetzlich umsetzen müssen, mit dem Vorbehalt, dass wir in Europa gerade rechtlich nicht so gut dastehen. Zugleich geht damit natürlich einher, dass man auch zivilgesellschaftliche Akteure stärkt, denn politischer Wille entsteht am besten, wenn auch ein bisschen Druck vom Volk da ist. Das heißt, wir wissen momentan nicht sehr viel darüber, was es für zivilgesellschaftliche Akteure dort schon vor Ort gibt und wie man aufbauen kann. Das wäre auf jeden Fall ein Feld, wo man als Regierungsorganisation auch stärker reingehen kann, um dort die richtigen Menschen zu fördern, die dann Druck ausüben. Der andere Punkt richtet sich weniger nach außen, sondern mehr nach innen. Wir als Gemeinde, wie kann man die Sensibilität für diese Fragen eigentlich stärken? Also wie kann man zum einen Projekte wie FONSA, es geht um Digital Literacy, wie kriegt man die Leute dazu, Bildungsangebote, soziale Dienste zu nutzen und gleichzeitig sensibel für Datenschutz und Netzneutralität zu sein? Das ist eine Aufgabe, die jeder von uns, der das Problem versteht, nutzen kann, um es zu erklären und weiterzutragen, dass wir quasi alle als Multiplikatoren fungieren. Und nochmal eher auf der Regierungs- oder Kommunalebene. Sicherlich sind Anreizsysteme für lokale Organisationen, lokale Unternehmen auch sinnvoll, um eine eigene Internetpräsenz oder einen eigenen Internetdienst aufzubauen. Denn solange alles bei internet.org liegt, liegt dort natürlich auch, also gehen da alle hin. Was passiert aber, wenn es einfach mehr Dienste außerhalb von internet.org gibt? Dadurch entsteht Diversität und das ist förderlich.
Genau. Der andere Punkt, freie WLAN-Nutzung fördern, ist natürlich auch wieder ein Punkt, der bei uns in Deutschland gerade sehr kritisch diskutiert wird. Nichtsdestotrotz, auch hier politischer Wille ist essentiell, wenn man aufzeigen kann, warum das wichtig ist und wie man mit solchen Angeboten beispielsweise die Macht von Unternehmen gegebenenfalls auch begrenzen kann, kann man vielleicht ein bestimmtes Momentum generieren, mit dem man arbeiten kann. Für uns dieser Aspekt, was wir aus Südafrika gelernt haben, wir hatten auch ein Beispiel aus Simbabwe und auch noch ein anderes aus Nigeria, wo es ähnlich war, dass bestimmte Datenpakete pro Tag zur Verfügung gestellt werden. Essentiell dann aber in der Beratung ist, dass die Sicherheit und die Datenschutzregelung nicht nachimplementiert oder nachjustiert werden, sondern dass sie von Anfang an mit dabei sind. Dafür ist Beratung natürlich essentiell und es müssen entsprechende umfassende Ansätze bereits mitgebracht werden. Und natürlich kann man mit solchen Datenpaketen am meisten anfangen, wenn man Dienste hat, die nicht so viele Daten fressen. Das heißt, es muss auch darum gehen, Angebote zu entwickeln, die nicht so viele Daten brauchen. Also Google macht das zum Beispiel mit seinen Ads schon für Entwicklungsländer, dass da einfach wesentlich weniger Daten anfallen, weil sie auf schmale Bandbreiten angepasst sind. Und das kann man für andere Anwendungen, wie zum Beispiel soziale Dienste, Literatur, Apps, whatsoever, genauso tun. Und der letzte Punkt, den wir hier mit auf der Folie haben, sind Allianzen bilden. Wir haben da bei unter anderem an die Allianzen This is Net Neutrality, aber auch Alliance for Affordable Internet etc. Es gibt jede Menge von regionalen und internationalen Initiativen, die in der Regel alle offen sind für jegliche Stakeholder. Das ist kein Regierungsding, sondern je mehr Support diese Initiativen haben, desto stärker können sie sich in den politischen Diskurs und damit auch so einbringen, dass der politische Wille irgendwann generiert wird. Also was ich aus meiner Arbeit nur berichten kann, dass diese Allianzen, wenn sie vorsprechen und sagen, unsere Mitgliedschaft, und dann liegen die einem eine Liste vor, die 5 Seiten lang ist, es ist relativ schwer dann zu sagen, spielt keine Rolle. Insofern solche Initiativen zu unterstützen und daran mitzuwirken, hat definitiv auch eine Ausstrahlwirkung. Genau, das wären unsere Ideen und jetzt seid ihr dran. Vielen, vielen Dank. Ich sehe schon die erste